Heute wird es richtig aufregend. In Norwegen, genauer in Voss, werden wir eine Stand-up-Paddling-Tour auf dem Fluss machen. Zunächst gibt es eine kurze Einweisung und ein Einpaddeln auf dem Vangsfatnet-See bei noch ganz ruhigem Wasser und malerischer Kulisse. Und dann packen wir die Subs auf Jaspers Bus. Lea und Jesper arbeiten für Outdoor Norway. Und mit ihnen werden wir gleich auf dem Fluss Fosso lospaddeln. Safety first. Ganz wichtig ist die Schwimmweste. Und dann geht's auch schon los auf das reißende Gewässer. Für uns ist das die erste Flusstour mit dem Sub und eine ganz neue Erfahrung. So, mich hat jetzt hier gerade schon das erste Mal runtergehauen ins Eiswasser. Zum Glück haben wir unsere Neoprenanzüge. Aber trotzdem, es ist echt kalt. Die Stromschnellen sind nicht ohne und der Fluss führt ganz schön viel Wasser. Am Ende können wir uns aber bequem aufs Sub setzen und in den See hineintreiben lassen. Wir genießen die tolle Landschaft um uns herum und es ist einfach herrlich, hier zu sitzen und die Fahrt zu genießen. Doch Jesper hat sich natürlich für uns noch etwas überlegt. Wir müssen noch ein paar Übungen machen, zum Beispiel springen auf dem Sub. Hier die Balance zu halten ist eine echte Herausforderung. Und Jesper macht auch schon die nächste Übung vor und Flo versucht sie nachzumachen. Ups. Na, klappt doch beim zweiten Versuch. Lea ist übrigens Yoga-Lehrerin und zeigt uns dann auch noch, wie man Yoga auf dem Sub machen kann. Jetzt dürfen wir uns einfach noch ein wenig auf dem See austoben und vor uns hin paddeln. Diese Tour mit Outdoor Norway können wir absolut empfehlen.